Mahlzeit, Leute. Ja, wenn ihr wissen wollt, was das da auf sich hat, dann bleibt da mal dran die nächsten Wochen. Ich verrate noch nichts. Der eine oder andere vielleicht wird das gleich erraten. Hier steht schon so ein bisschen Zeug. Das wird für den Untergrund, für die Auskofferung. Ein bisschen Split. Die Terrassenplatten, die liegen ja da schon. Die habe ich da schon geholt. Jetzt muss ich dann mal eben das Radio ausmachen, weil sonst gibt es wieder einen drüber gleich. So. Ja, diese schönen Dinger werden da verbaut. Das sind 3 Stück. 2x1 Meter Größe. Und es dreht sich hier um Solarplatten. Ich kann mal gucken, ob ich die... Könnt ihr vielleicht lesen. Sol Impacts. Bla bla bla. 2,07 Quadratmeter, da steht es. 37 Kilo so ein Stück. Und zwar werde ich die da vorne verbauen. Gehen wir mal rüber. Ja, die werden dann hier... Hier werde ich die im Prinzip so 3 nebeneinander stellen, weil ich wohne ja hier im Tal. Seht ihr ja, da oben ist düster und im Herbst- bzw. Wintermodus kommt die Sonne von da oben nur kurz hier flach drüber und verschwindet dahinter schon wieder. Deswegen will ich das ausnutzen. Im Sommer kommt die natürlich hier viel höher, aber im Winter komme ich nur knapp hier drüber, weil das ein Tal ist. Ihr seht ja hier, da ist ja... Ja, das kann man jetzt so schlecht sehen, aber hier geht es ja direkt rauf. Das ist wie so ein Tal, und wenn ihr hier auf der anderen Seite seid, da seht ihr ja auch, ja, pfui, dann geht es da auch direkt hoch. Jetzt will er nicht, naja. Also ich bin hier am Schippen fleißig und werde euch dann berichten, wenn das da weitergeht. Beziehungsweise, das wird jetzt erstmal die Rahmen, die Aufständerung, sowas ähnliches wie das hier. Kommt auch, die kommt nächste Woche, dass ich die Dinger montieren kann. Vielleicht kann man sie mal so ankippen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Nein, ist nicht sinnvoll, wenn die mir aus der Hand gleitet. Wie gesagt, die Aufständerung dafür kommt. Dann brauche ich nur noch irgendwie sowas als U-Profil hier in ultralang. 3,50 Meter, da muss ich mir noch was basteln. Und dann werden wir noch mal gucken. Was ich auch schon vor, ich weiß nicht, 1 Jahr, 1,5 Jahren angedroht habe. So ein kleines Balkonkraftwerk. Und zwar wird das wird auch als erstes fertig gebaut, weil das natürlich schneller geht. Wird das dann hier oben drauf montiert. Es sind ja 2 Platten, 1,60 mal 1 Meter, glaube ich. Wenn hier oben nebeneinander und dann hinten in der Ecke kommt der Wechselrichter rein, da wird das angeklemmt. Da werde ich euch dann auch mitnehmen, aber das werdet ihr jetzt die nächsten Wochen sehen, was jetzt so passiert. Ja, Tomatoes, dieses Jahr irgendwie alles traurig. Die wachsen so vor sich hin. Aber so wirklich wächst da dieses Jahr gar nichts. Ich habe schon mehrere eingepflanzt und irgendwie ist das kacke alles. Naja, vielleicht nächstes Jahr. Ja, so viel dazu. Ja, Flugvideo von dem Mistral, wie gesagt, das kommt auch noch. Ich bin aber noch nicht zum Fliegen gekommen. Ich habe nächste Woche Urlaub und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Zeit habe, um da mal einen Abend zu fliegen und das mal zu filmen. Ja, das ist so, wie gesagt, das Update im Moment. Ich bin halt Hü und Hot und dann kommt hier was und dann kommt da eine Lieferung und nebenbei ein bisschen arbeiten. Jetzt bin ich hier am Buddeln und werde dann noch ein bisschen weitermachen und werde euch dann berichten, wenn es was Neues gibt. Beim Buddeln weiß ich nicht, da braucht ihr ja nicht bei zugucken. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Feiertag morgen und oder heute, wenn ihr das wahrscheinlich guckt, morgen. Einen schönen Abend. Ciao, ciao.